Für ihn ist es eine Reise in die Vergangenheit. Franck Ribéry trifft mit dem FC Bayern in der Champions League auf den Club, der ihn einst entdeckt hat, den OSC Lille. Von 1996 bis 1999 spielte der 29-Jährige in der Jugend der Doggen. Kein normales Spiel für ihn. Ja, ich bin zufrieden zurück nach Frankreich. Natürlich, Lille, das ist nicht weit von meiner Stadt, von Boulogne-sur-Mer. Meine Familie kommt morgen, aber für mich ist wichtig, wenn FC Bayern gewinnt. Das ist auch für mich wichtig, für mich ist Nummer 1 so. Als 13-Jähriger wechselt der junge Franck nach Lille. Doch 3 Jahre später wird er ausgemustert. Über unterklassige Clubs spielt Ribéry sich wieder nach oben. Nach Metz, Istanbul, Marseille und schließlich nach München zum Weltklasse-Spieler. 2011 ist er der bestbezahlte französische Profi. Nun gilt es, dies im Spiel gegen Lille zu unterstreichen, denn nach der Niederlage gegen Borisov sind die Bayern in der Königsklasse unter Druck. Beide müssen gewinnen morgen. Aber ich glaube, das ist auch für uns das ist wichtig, wenn wir müssen ein Spiel wie immer. 2 Spiele verloren in Champions League, für uns ein Spiel gewinnen, ein Spiel verloren. Aber ich glaube, wenn wir morgen gewinnen, das ist wichtig für uns. In Frankreich freut man sich bereits auf Ribéry. Nachdem er mit teilweise herausragenden Leistungen die Eskapaden der französischen Nationalmannschaft der vergangenen Jahre vergessen machte, genießt er wieder alle Sympathien der Fans. Bayern-Trainer Jupp Heynckes ist Ribérys Beitrag zum neuen Ruhm der Equipe Tricolore nicht entgangen. Wenn ein Spieler natürlich in seinem Heimatland umstritten ist, weil die ganze Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft ein negatives Bild abgegeben hat, dann ist das natürlich eine unheimlich schwierige Situation, wenn der gleiche Spieler zum Beispiel in Deutschland umjubelt wird, gefeiert wird, respektiert wird und wenn man sieht, dass sie in der Tabelle die gleiche Punktzahl haben wie Spanien, dann ist das sicher morgen eine ganz andere Situation für Franck. Für Lille läuft es derzeit alles andere als rund. 2011 noch Meister und Pokalsieger, diese Saison nur Mittelmaß. Platz 11 in der Ligue 1 und Gruppenletzter in der Champions League. Dennoch weiß Rückkehrer Ribéry, dass es kein leichtes Spiel wird. Ja, ich glaube, das ist eine Mannschaft sehr schwierig. Und das sind viele gute Spieler auch. Ich kenne viele Spieler auch von der Nationalmannschaft. Und ich glaube, diese Mannschaft für morgen, das ist viel motiviert und er will auch gewinnen gegen uns. In seiner momentanen Form scheint Franck Ribéry unaufhaltsam. Ob es nun ausgerechnet seine Vergangenheit schafft, ihn zu stoppen, darf aber bezweifelt werden. Was die alten Kollegen am Ende von ihm erwarten können, ist höchstens ein wenig Mitleid.